Hallo ihr Lieben, Benny ist wieder da, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Es war eine lange Zeit ohne Video, schlimm für einige Leute, ich weiß, ihr habt gewartet, jetzt geht's wieder los. Wir haben ganz viel neue Ware für euch, werde ich euch jetzt alles zeigen und ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, wir fangen mal an. Wir haben ganz viel Käse bekommen aus Frankreich, ja, ich zeige euch erstmal hier die Sorten. Petit Brie, ich spreche das sowieso alles falsch aus. Lady Wien, Colombier, das ist ein großer hier mit über 300, 320 Gramm. Das gleiche als Camembert. Wir haben einen sehr würzigen Camembert aus der Normandie. Einmal hier den Carré, 320 Gramm. Ziegenkäse, 230 Gramm. Noch einen schönen Camembert, Village, 280 Gramm. Hier was Gutes, den Tartiflette, 450 Gramm. Eignet sich hervorragend zum Überbacken. Ist ein guter Käse. Und Parmesankäse, Gran Padano, 150 Gramm statt 3,89, 1,59. Diese Käse kosten bei uns ab 1,59 Euro. Unterschiedliche Preise. Es lohnt sich, sind alle aus Frankreich, sind alle frisch und wirklich tolle Käse. Es geht weiter. Wir haben Wurst. Thüringer Knackwurst. Mein Freund Wolfgang, der wird sich jetzt wieder freuen hier. Der fragt mich das ganze Jahr, wann kommt die Thüringer Knackwurst wieder rein. Jetzt ist sie da. 250 Gramm, 1,49. Ist eine ganz feine Wurst, die ist schön weich, die ist eine gewolfte Ware, sagt man dazu. Habe ich mir sagen lassen. 1,49. Wir gehen nach Österreich zum Wiesbauer. Käsegreiner oder Chili-Käsegriller. Habe ich mir sagen lassen, die kosten jenseits der 3 Euro normalerweise. Nicht bei uns. 1,59 Euro. Ideal für Grill und Pfanne. Wunderbare Käsegreiner oder hier Käsegriller von Wiesbauer. Knabber mich in allen Sorten wieder da. 170 Gramm luftgetrocknete Mettwürstchen, unser Dauerrenner aus dem Hause Stumpf aus Buseck. 1,79 Euro. Mini-Salami-Zwerge hier, was ist das? 315 Gramm zum Snacken optimal. Oder die Bruchware Mini-Salami-Klassik. Es ist wie Beefy. Es sind 250 Gramm, kostet jeweils 1,59. Hier ein Knaller aus Spanien von Argal. Ein Ifue-Salami. Iberico, 150 Gramm. Die kostet um die 4 Euro. 1,59 Euro. Wahnsinnspreis und toller Geschmack, muss jeder mal probieren, der gerne Wurst isst. Und hier Salami-Stange 600 Gramm aus dem Hause Böklunder, luftgetrocknet, 2,99. Da haben wir noch ein paar aus der Sticados, Picanto oder Walnuss, 1,29. Manche dieser Artikel findet ihr nur hier im Laden. Die gibt es nicht im Online-Shop oder der ein oder andere Preis, der variiert. Da dürft ihr nicht euch ärgern. Jetzt profitieren die Ladenkunden von den schönen Angeboten. Am Wochenende gibt es wieder Angebote, die gibt es hier im Laden nicht, im Online-Shop. Das variiert immer. Und wir finden das gut. So hat jeder was davon. Weiter geht's. Rama Creme Fin. 3 Stück 1 Euro. Das ist ein Wahnsinnspreis und auch lange haltbar. 3 Stück 1 Euro. Schwartau. Dessertsoße. 1540 Milliliter. Die kostet fast 12 Euro oder sogar noch mehr. 3,99. Erdbeere oder Vanille. Polnische Pralinen. Von Mieszko, ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus. 220 Gramm, 1 Euro, ist ein Wahnsinnspreis. Das Wahnsinnspreis. Das Beste kommt wie immer zum Schluss. So, Milka Schokodessert, Himbeere, Schokolade oder Orange,
1 Euro bei uns. Milka, Haselnuss, Creme. Wir haben noch mal ein paar Paletten bekommen. 1,11 Euro. Ferrero, die besten Sommereditionen. Die Küsschen mit Stracciatella und Raffaelos sind auch drin. Welche sind das? Kokosmandel. Normal 3,49 €. Wir machen für euch 2,99 €. Schönes Geschenk. Celebrations in der Verteilerbox hier. Partybox, wie sagt man dazu? 186 Gramm. Kosten normal beim Discount 2,99 €. Angebot ein bisschen runter. Bei uns Dauerpreis 1,99 €. Yes-Törtchen, Karamell mit Schokolade außenrum, sehr lecker. 1,79 € gibt es bei uns für 1,11 €. Maltesers in der ganz großen Box hier, die kosten normal 12,99 €. 25 x 37 Gramm, sind kleine Tüten drin. Wir machen 5,99 €. Nesquik Kakao. Einzelne Portionen für die Milch, 10 Stück sind drin. Den gab es bis jetzt noch nicht in Deutschland, glaube ich so. Der ist jetzt neu oder was? 1,49 €. Skittles in allen Sorten sind reingekommen. Die 160 Gramm kosten bei uns immer 1 €. Hier was ganz Besonderes. Lindt Schweizer Luxusselektion. 230 Gramm, der kostet über 10 €, bei uns 2,99 €. Hervorragende Ware. Kellogg's Müsli, Peanut Butter und hier Schoko, was ist das? Schokomilk. 400 bzw. 450 Gramm, 2,89 € oder 3,49 €. Wir machen 1 € für euch. La Torta vom Kuchenmeister mit Zitronencreme-Füllung und Puderzucker obendrauf, kostet normal 2,79 €. Wir machen für euch 1,59 €. Und wer 4 Stück brauchen kann, 4 Stück davon, 5 € nur. So, hier haben wir was, das erinnert mich sehr stark an den Geschmack von Kinder Bueno. Das sind natürlich keine Buenos, aber die sind so ähnlich mit Vollmilchschokolade, Waffel, Cremefüllung, Haselnussgeschmack, Doppelpack. 12-mal Doppelpack, 2,99 €. Ist natürlich ein sehr günstiger Preis. Geschmack ist auch gut. Das lohnt sich. So, hier Fruchtgummi ohne Schweinegelatine. In verschiedenen Sorten. Schnüre, Bänder, Spaghetti oder wie die heißen. Und Schnuller oder so. Ohne Schweinegelatine, 1000 Gramm, 2,99 €. Hier haben wir den Hotblot Pfirsich-Eistee ist wieder da, 24 Dosen, 9,99 €. Ulubai Gazos, schmeckt wie Uludag, 24 Dosen, 9,99 €. So, jetzt haben wir noch mal reinbekommen hier, wunderbares, ruft jemand an, 3 verschiedene Sorten. Streitberg, Strong IPA. Ich guck mal, haben das schön gekühlt hier, muss man mal testen. Für gut befunden, 5,5%, ist ein, ja, sehr lecker im Geschmack, ich kann es gar nicht beschreiben. Dann haben wir hier die orange Dose, das ist das Hartweizen heißt das hier, 6,8%. Oh, das ist hervorragend, so ein Weizen-Bockbier. Das ist sehr gut. Und wenn ich euch den Preis gleich sage, dann werdet ihr sehr zufrieden sein. Und dann haben wir hier die schwarze Dose. Das ist auch sehr lecker. Oh ja, das ist ganz kräftig. 6,5%. Das schmeckt in der Tat wie, wie heißt es noch unser Freund, Guinness. Da haben wir hier diese 3 Sorten. 24 0,33er Dosen, gutes deutsches Bier. Haben im Discounter gekostet, 69 Cent. Wir haben eine große Menge da, ihr könnt so viel kaufen, wie ihr wollt. Ja? Könnt ihr trinken, verschenken,
was auch immer. 24 Dosen Bier kosten bei uns 2,99 plus Pfand. Ich finde, der Preis ist sensationell. Es lohnt sich. Das hier ist mein Favorit. Sehr gut. Okay, das war's hier wieder vom Freilinger TV. Ich muss jetzt aufhören mit dem Bier. Ich bin das gar nicht gewohnt. Ich trinke normal überhaupt kein Bier. Aber ich dachte, ich teste das mal hier für euch. Schaut mal in den Online-Shop rein, lebensmittel-sonderposten.de. Wir haben ganz viel neue Ware da reinbekommen, jeden Tag. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und kommt uns hier besuchen im Lagerverkauf Freilinger in Gießen, Marburger Straße 127. Wir sind da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und bleibt alle gesund und ich würde mich freuen, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Einen schönen Abend für euch. Macht's gut, euer Benni.